Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Rise of the Republic. Entschuldigung, mein Handy. Ich tue das mal wieder weg. Das vergesse ich immer. Zum Glück hat es gerade vibriert. So, Neapolis hat hier die Getreuen der Helene. Und hier ist die 501. Stimmt, die haben ja letztes Mal eine Einheit von mir gekickt. Hier habe ich ziemlich viel verloren. Und ich habe eine Tradition dazu. Treue Verteidiger. Versierte Plänkler. Und Barbaren. Ha, ist alles nicht so gut. Mache ich mal die Verteidiger. Hier mache ich die Typis. Hier machen wir die Typis. Der bekommt leichte Kavallerie. Habe ich leichte Kavallerie? Ich glaube schon. Warte mal. Nimm, 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 nimm. Das ist schwere Kavallerie. Leichte sind die da, ne? Da brauche ich das aber nicht. Dann hier bekommen auf Kinder immer gerne und Verwundungen feindlicher Agenten. So, ich glaube, ich kann eh nichts mehr tun. Der da hat noch einen. Zielsiedlung. Ich brauche irgendwas gegen. Gegen Agenten. Grüne Legion ist hier oben. Die kann jetzt mal. Warte, also hier unten sind noch drei. Okay, dann stafft er mit rein. Die Legion 10 ist die da. Bald ja keine Kohle mehr. Die geht hier hin. Da ist eine Fullstack-Armee. Und da ist eine halbe. Aber ich denke mal, solange ich die Bogenschützen beschützen kann. Ja, es ist in Ordnung. So, ich habe noch eine Provinz. Hier zum Beispiel. Oh, hier habe ich, hier habe ich, hier habe ich. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Hier könnte ich noch. Es geht allen gut. Das heißt, ich kann einen Steuersatz hochtraben. Wobei, also, den. Da bekomme ich eigentlich. Ich jetzt, also 17.000, da bekomme ich eigentlich ziemlich viel. Ah, jetzt kommt die nächste Richtung, Italien. Ach nee, komm schon. Und sie hat es schon wieder geschafft. Und er hat es auch geschafft. Alter, was ist. Nee, boah. Ganz ehrlich, die töte ich jetzt. Die töte ich. Taras. Weil ich. Oh. Also, wenn die Moral untergraben haben, so. Das ist mir total egal. Die haben wunderbare. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Das habe ich mir gedacht. Und er sagt, ich habe keine Chance. Ich sage, ich habe eine Chance. Ich sage, ich kann das schaffen. Was gefährlich werden kann, sind seine Kavallerie. Die da sind easy. Die da habe ich auch. Die da sind halt so. Also die können auch überall hin. Also die können
hier auch in den Rücken steigen. Beziehungsweise also da überhaupt anfangen. Ja, und jetzt hat er auch noch Nebel angegeben. So. Gut, also dann werden wir mal schauen. Also Söldner-Hopliten kommen natürlich in die Mitte. Die kommen hier hin. Die kommen hier hin. Die kommen dahinter. Und jetzt werde ich hier und hier verteidigen und der General kommt hinten hin. Dann kann er mal kommen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Zum Glück von hinten. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Der macht einen Flankenangriff. Unser General wird angegriffen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut ist das jetzt nicht, ne? Gut ist das ganz und gar nicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Hat er das seine Speerkämpfer viel besser waren als meine, ne?
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unser General ist gefallen. Ja, da ist noch Kavallerie. Ja, okay. Gegen Kavallerie kann ich nichts machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nochmal Kavallerie. Ja. Also ohne Kavallerie wäre es noch lustig, aber er hat halt ja noch Kavallerie. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Ja, der General war gut, aber, also, und die Bogenschützen. Alter, die da waren heftig. Uiuiui. Tja, dann muss halt die zweite Armee, die da noch steht, was machen. Ja, jetzt mach mal. Und dieser Kackspaten, der Ikataga, der ist... Ich hätte das schon längst geschafft, aber... Gut, also bisschen verteidigen können wir jetzt auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 Kavalleristen, ne? Das Gute ist, dass er in der Stadt nie wirklich weiß, wie man die Plankler-Kavalleristen einsetzt. Also, meistens. So. 2 mache ich dahin. Die 3 mache ich dahin. Ne, einen mache ich noch dahin. Die 2 mache ich dahin. Die 2 mache ich hier hin. Und die 2 mache ich hier. Die Kavallerie ist eigentlich, naja, also gegen Speere ist die nie gut. Weil die haben halt Stufe 3 bei beiden. Unser General wird angegriffen! Geschosse bereit zum Einsatz! Nein, ihr geht nicht in den Angriff.
Ja, das ist gerade ganz gut. Oh, die greifen dann die da an. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alter. Achso, das sind Steinschleuder. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ist aber in Ordnung, wenn er... Nee, ich will, dass er auf die geht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kommt mal noch mal eine Verstärkung. Ist gut, dass die Wand. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Ey, das gewinne ich sogar. Und mit dem muss ich jetzt die Steinschleuderer raushauen. Wir verlieren Boden. Oh, nicht unbedingt. Dass die hier schon wissen, dass die hier auf die hier zukommen. Das ist schon lustig, Leute. Ey, wieso ist der eigentlich noch so vorsichtig? Und du darfst jetzt wieder schießen, ne? Schieß! Gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter, das ist doch alles.
lächerlich. Schnell. Das ist ein schändlicher Anblick. Das mach schon. Machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, dann dadurch, dass. Ja. Dadurch, dass der jetzt meinen besiegt. Das war echt lustig, weil der war schon rot. Und meiner war orange. Und trotzdem hat seine Fernkampfeinheit im Nahkampf gewonnen. Und jetzt ist die wieder grün. Mach mal hin, der ist im Zangangriff. Pushen. Na, jetzt geht's so vorbei. Jetzt sieht es aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na, jetzt bitte. Der General hat halt so ewig ausgehalten. Ja, und jetzt chargt er hier rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Nee, der gewinnt gegen beide. Der da gewinnt gegen vier Einheiten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. So ein Schmarrn. Naja, egal. Da kommt jetzt gleich meine Armee rein und dann... GG. Dann hat er den in. Ja. Ah, trotzdem, also. Warte, welcher war das? Ich glaube, einer von denen. Ich glaube, der da war das mit 200. Ja, und dann? Ah. Natürlich. So, Ich weiß echt nicht, was der Karthager da macht. Ein bisschen suspekt, was der da macht. Allheilmittel. Ja, an die Armee. Umsturz. Garnison ist in Ordnung. Politiker ist tot. Erlass annulliert. Das ist. Du willst mich doch verquaken, oder? Also spannend ist was anderes, ne? Naja, egal. Dann ja, aber ich soll wieder zurück, ne? Oder ich hole nochmal in der Handvoll dieser da anheuern. So. Und dann.
ich dahin. Der kann da versuchen, mich anzugreifen, wird es aber nicht schaffen. Also angreifen schon, aber besiegen nicht. Gut, hier. Ah, natürlich kommt er nicht hin. Der kommt natürlich auch nicht hin. Dann nehme ich die 501. und belager die. Und der da geht jetzt, nach Hause. Und die da wird jetzt mal. Warte mal, nee, die geht nach. Warte. Kann die auch attentatieren? Nee, kann sie nicht. Aber trotzdem, sie kann versuchen, einen aufzuhalten. Nee, kann sie nicht, wegen Geld. Ah. Warte mal. Der hat jetzt schon wieder zwei verloren, oder was? Ist doch so ein Quark. Also ob das denen helfen würde, ne? So, aber dann kann ich die auch nicht töten, ne? Shoot. Warte, dann gehe ich hier rein. Jetzt kann ich. Yes. Super. Hier kann ich nichts machen. Wie sieht's denn hier aus? Umsturz, Armee zerstört, Baubericht, Siedler verloren, Erlass annulliert, Provinz umstritten. Genau, das ist wurscht. Ups. Upsi. So. Bis die hier ist, habe ich schon gewonnen. So. Gut. Weiter. Aber welche kontrolliere ich denn? Also. Die da. Steuersatz. Super. Dann next one. Und ich sehe wieder, dass wir keine Zeit mehr haben. Also, und die kommt jetzt wirklich bis da unten hin. Der will mich doch mal umschauen. Und er schafft es schon wieder. Bis der an... Ja, klar. Bis der ankommt, hat der nur noch 10 Einheiten drin, weil alle sabotiert wurden. Und alle geflohen sind. Ach. Dieser scheiß Pinguin. Der einen Delfin hat. Diese Abtrünnigen wieder, ne? Ich habe jetzt zwei Abtrünnigen. Hä? Wieso? Schade, und das ist. Und das finde ich sowas von unlogisch, weil die. Ja, und der hat sie. Alter. Der. Also. Dass die jetzt ohne Garnison da steht, ist sowas von. Was ist denn jetzt los? Alter. Die übertreiben es gerade ein bisschen mit den Agenten, dass alle erfolgreich sind. Warte, der Rat entsendet einen Boten, der um Hilfe bittet, um den Bau einer feierlichen Arbeitskräfte. Ah, komm. Ingenieure. Militär und. Haben eure Truppen schrumpfen lassen. Und die Ausrüstung? Genau. Nochmal. Die hat sich aufgelöst. Ja, das kann ich aber ja, automatisch machen. Und ganz ehrlich, warum? Ah.
Okay, dann macht es doch wirklich Sinn. Okay, die wurde. Ja, der hat nur noch 17. Weißt du was? Aber das ist mir sowas von total egal. Das ist mir sowas von egal. Uiuiui. So, hier. Fehlleitung. Natürlich. Das ist auch ein Noob gerade. Ja, ich töte hier jeden. Weil dann kommt die wenigstens voran. Ich finde es echt interessant, dass seine seine Senatoren sowas können. Das ist halt richtig heftig. Also seine. Warte, kann ich eigentlich noch welche bauen? Ja. Warte, ich kann einen. Okay. Der hat einen. Der hat keinen. Gut, dann baue ich hier mal den. Ihr kennt mich. Natürlich den und noch einen. Ja, das ist gut. Ja. So, super. Ressource verloren, Bauholz. Ressource wieder dazu geworden, Bauholz. So. Und jetzt da drüben mache ich nichts mehr, weil die Ding ist ja schon wieder vorbei. Also, bis auf das da, das wollte ich mir zurück. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.